Freunde des Rollenspiels. Wir sind zurück. Mit Grandia natürlich wieder, mit was auch sonst. Wir sind in... Moment mal, was ist jetzt? Ah, okay. Links geht's weiter. Will mir dir das jetzt sagen, ich sollte da nicht hingehen? Ich schätze mal, weil der Vulkan ja ausbricht. Ich dachte schon, da kommt jetzt eine Cutscene und ich darf diesen scheiß Boss nochmal besiegen. War doch spannend, oder? Der war eine harte Nuss, muss ich sagen. Mhm. Dabei hatte ich ihn gar nicht so schlimm in Erinnerung, also... Naja. Ja, vielleicht habe ich es mir auch einfach nur zu schwer gemacht. Ich weiß es nicht. Obwohl ich sagen muss, ich habe gut gegen ihn gekämpft. Ja, du warst. Ich habe Items gebraucht, aber dafür sind sie ja auch da. Genau. Braucht man sich nicht schämen. Oh je. Aha. Hast du das gesehen? Mhm. Ja, habe ich denn, die Framerate ist jetzt ein bisschen besser. Habe ich dir doch gesagt. Mhm. Null. Null. Sekunde mal eben. So. Hier sind wir wieder. Und machen hoffentlich mal mehr als null Schaden. Zum Beispiel 140. Oder Selbstschaden. Oder was Schaden? 6 Schaden. Feuer AM. Amulett wahrscheinlich. Okay. Macht Sinn. Oh je. Wow, wo kommen die denn her? Das letzte Mal war es genauso. Sind halt verlorene Seelen. Die sind verloren gegangen, jetzt sind sie wieder da. Ja, aber können die sich nicht einen anderen Zeitpunkt für ihre Rückkehr suchen? Nee. Ja. And he's added it again. Snake. Noch mehr. Nee. Oh, okay. War das jetzt gerade irgendwie so ein Vater Morgana oder so? Kann sein. Die sind gerade weggeglitscht. Du bist dran. Finde ich gut. Dann machen wir mal was. Zum Beispiel sowas. Das ist ganz gut. Ein normaler Angriff. Wenn du es nicht machst. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ah, nee. Feuer mit Feuer kämpfen, oder was? Ja, ich probiere es mal. Mehr als schief gehen kann's ja nicht. Plötzlich 800 Schaden. Ja, vielleicht macht es ja mehr als 0 Schaden. Das ist schon mal ein Vorschritt. Wir werden es gleich sehen. Null. Na super. Wird zumindest der Zauber aufgelevelt. Ja. Guten Appetit. Dankeschön. Jetzt habe ich Cola-Fläschchen auf meinem Sofa verteilt, damit ich sie nicht aus der Packung rausholen muss. Direkt mit meinem Mundstopp. Ich glaube, mit allem, was ich heute gegessen habe, hätte man 3 Wolfsherden füttern können, ne? 20 Kilo zugenommen oder so. Nur Winterspeck. Ach, nee, so. Speck. Du verdaust das so schnell. Ups. Hui, 17.
Zumindest nicht null. Ich bin begeistert. Du kannst ja doch noch drauf. Ja. Also wirfst du sie doch nicht aus der Gruppe. So? Ja. Niemals. Das kann ich nicht verkraften, diesen Verlust. Also? Ja, stell dir mal dieses Team ohne Sue vor, also. Ja, wer macht denn Justin dann fertig, wenn es nicht dabei ist? Das und noch viel mehr weitere Fragen klären wir in unserer nächsten Episode von Grandia, Cord in the Act. Was? Cord in the Act? Jetzt muss ich diese alten Holländer rauskramen, ey. Boah. Ich frag mich, wo wie dein Zimmer, mit was für Postern dein Zimmer zugepflastert war, als du so 12 warst. Da gab's keine Cord in the Act mehr. Stimmt. Da gab's auch keine Backstreet Boys und keine Spice Girls. Die waren alle schon weg. Mit 12? Ne, mit 12 hatte ich schon Anime-Poster in meinem Zimmer. Ja, ja. So. Wow! Sino, ein Vulkanausbruch! Und wir mittendrin! Das heißt, was ich hier richtig bin. Guck mal, Schokolade! Voll die verrückte Musik. Ist der Vulkan wieder aktiv? Lieber schnell zurück zum Fuß des Vulkans. Los, Justin. Oh nein, wir machen jetzt Picknick. Ja, Gatwin, los, alle rennen. Na, 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 wo hab ich blick denn da? Oh Gott. Oh, wir sind wieder im Partydorf. Oh yeah. Das heißt, wir müssen jetzt... Ach so. Ich nehme einfach mal an, das ist eine der Frauen. Eigentlich sollte der Feuerdrache euch gefressen haben. Warum, tapferes Paar? Warum? Warum? Wir waren böse. Oh. Bitte sucht uns nicht heil. Oh, er sieht hierher. Hey. Des tapferen Paares. Oh Gott. Wagt nicht, Hand an meine Freundin zu legen. Sie ist natürlich eine Show. Ich, Murura, der gefährliche und unerschütterliche, werde euch mit meiner rechten Hand hinwegfegen. Warum ist denn deine rechte Hand so stark? Aus den Zeiten, bevor du deine Freundin hattest, hm? Seht, beinahe hätten wir es nicht geschafft, den Feuerdrachen zu besiegen. Wir sind erst kurz zurück. Was? Ihr seid es wirklich? Ihr seid mir vielleicht zwei. Das bringt auch nichts, dass er auch noch solchen Text dazu kriegt. Es freut mich so, dass ihr unversehrt entkommen seid. Oh Gott. Hey, Liana, lauf und bring dem Oberhaupt die frohe Kunde. Heute gibt es ein Fest. Und was gibt's zu essen? Ja, ich will nicht allein gehen. Komm mit mir. Oh, meine verwöhnte Prinzessin. Okay, Liana, ich gehe mit dir.
Neon. Ich habe von kommen geredet, nicht von gehen. Oh Mann! Justin ist so. Direkt. Komm, Justin, sei nicht böse. Gehen wir auch. Okay. Willst du die mit den Mördertitten sagen, warum nicht? Aber Gott, wie habe ich den hier? Ich weiß nicht, hat die ganze Zeit gesungen. Aber ich glaube eher so froschmäßig. Nee, keine Ahnung. Verheißungsvoll, verheißungsvoll. Nie vorher war es so verheißungsvoll. Oh ja, mein neuester Song. Ja, la, tote Feuerdrach, wenn du müde Gumbo für alle, für immer warm. Keine Opfer sind nötig. Tralalala. Von jetzt bis in alle Ewigkeit können wir feiern. Ach, das ist großartig. Auf Justin und Fina, die Drache besiegt haben. Naja, und auf unser neuestes Paar, Gatwin und Sven. Oh Gott. Oh Gott. Was ist? Diese beiden werden in der Geschichte Gumbus immer als die tapferen Paare genannt werden. Oh Mann. Nun bitte beeilt euch nicht, esst und trinkt noch mehr. Wir können uns das leisten. Nein, wir haben schon genug, wir sind so voll. Und das sagen die direkt in deiner Gegenwart. Oh, nicht mehr. Mein Bauch ist so voll und ich bin müde. Bist du schon eingeschlafen, Pui? Ich habe auch einen vollen Bauch. Ich gehe noch vor euch zurück in die zu den Unterkünften. Ich hau mich aufs Ohr. Justin, Fina, da ihr ja die Ehrengäste seid, bleibt noch etwas und genießt es. Na toll, jetzt geht er wirklich mit Zoom weg. Leider dürft ihr nicht bleiben, sollte ich für eure Unterkunft sehen. Statt guten Morgen, Justin, guten Nacht. Guten Nacht, Justin! Bleib nicht so lange auf. Ja, Mutter. Verdammt nochmal, Bitch. Unser Alarm. Was? Gatwin und Sue gehen schon bald? Ja, die sind schon rausgegangen. Bald? Sie sind schon weg. Fina, was trinkst du da? Oh nein. Fina wird besoffen. Das war die Nacht. Der Blick. Was machen wir, Justin? Wir müssen uns vor allen Anwesenden küssen am Ende des Fests. Ja. So steht's. Wirklich? Eine kleine Lüge, Justin. Ich hab gelogen. Hast du geglaubt, das stimmt? Naja. Du, es ist ein bisschen heiß. Da gehen wir kurz raus zum Abkühlen. Boah, keine Ahnung. Was du willst. Raus hier. Ja, wahrscheinlich ist es egal, ob wir hier sind. Justin, du hast mir eben schöne Augen gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Was sagst du denn da? Willst du gehen oder bleiben? Ich scherze nur, tut mir leid, Justin. Na gut, gehen wir, Justin. Justin. Oh Gott. Zu zweit. Da ist auch irgendwo dieses komische Pärchen gewesen, wo die Frau dieses sehr komische Bild gehabt hat, wie aus einem Hentai oder so. Egal.
Abendbrise ist angenehm. Jetzt hat jeder in diesem Dorf ein Pärchen gebildet. Pärchen mit einem L. Ich fühle mich verlegen, nur wenn ich rumschaue. Mach die Augen zu. Schau, sie sind überall. Oh, da sind sie. Guck mal, ein paar und auch noch besoffen. Oh, da war hier Gumbo voller Glück. Das verdanken wir euch. Danke vielmals. Ich glaubte nicht, hier mit Tante zusammen spazieren zu gehen. Oh Gott. Wundervoll. Ihr seid ein glückliches Paar. Ihr seid ein wunderbares Paar. Nicht Naina. Nein. Oder Naina. Ja, ein Paar wie füreinander gemacht. Du hast recht, Anna. Gerade, dass sie nicht sagt, so wie wir. Sag mir dann, da gibt es in der Nähe einen kühlen Ort. warte, versuch's mal ein Bier auf der einen kleinen Insel. So ist kühl, kannst du entspannen. Tja, dann gehen wir mal an den Strand oder so. Ans Pier. Okay, hier ist der Strand. Gibt's ein Pier? Nee, aber ein Boot und eine Brücke. Ah, da. Okay. Schau mal, wie romantisch bla 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 kommt jetzt wahrscheinlich. Eher so, oh mein Gott, sie verfolgen uns. Oh wow, sie sind überall. Ist jeder hier ein Paar? Das sind der alte Schuhe. Perverse. Boah. Wir sollten sie nicht belästigen, Justin. Gehen wir zur Insel. Ja, wenn da auch nur Paare sind. Ja, dort sind sicher schon welche zugange. Okay, wo ist die Insel? Wahrscheinlich noch ein Stück nach rechts. Aus dem Weg, hier kommen wir. Tatsache, noch keiner da. Oh, das hier ist ein ruhiger Ort, genau wie Danda es gesagt hat. Die Musik im Hintergrund erinnert mich gerade an Aladdin. Aladdin? Ja. Die Höhle und der Teppich. Ach, vergiss es. Am Abend das Meer zu riechen ist wunderbar, nicht wahr, Justin? Was? Vielleicht. Für mich ist es wie Mittag. Jetzt kriegt er eine Ohrfeige. Jetzt schon, Justin? Fresssack. Hast du jetzt schon Hunger? Versuchen wir da drüber zu gehen. Ah, wie wunderbar die Wellen bei Nacht. Was? Warte einen Moment, Fina. Sieh nur, Justin. Als wenn die Sterne vom Himmel gefallen wären. Die fängt gleich an zu flennen, glaube ich. Mein Vater hat mich nie geliebt. Es ist, als würden zwei Menschen zum Himmel hinaufschweben. I can show you the world. Ich wusste. Naja, ich habe das Lied am letzten Wochenende Karaoke gesungen. Oh Gott. Ja, mein Lied. Trulli.
Aber als Justin der Abenteurer möchte ich hinaufsteigen und mir diesen Stern aus der Nähe ansehen. Lass uns irgendwann zusammen zu diesem so fernen Stern gehen. Oh ja. Nur du und ich. Was? Wir beide zusammen zu diesem Stern? Justin, du hast eben etwas Nettes gesagt. Als wäre das so was Neues. Oh Gott. Hey, du kannst doch was Nettes sagen. Du hast eben was Nettes gesagt. Weißt du auch, was es ist? Was Nettes? Natürlich. Das gehört sich so für ein... das gehört sich für ein Abenteurer auch so. Oh, Justin. Hörst du nie auf, an Abenteuer zu denken? Hey, wenn wir DQS tun... Hey, wenn wir das tun... werden wir wie ein echtes Paar aussehen. Oh nein, jetzt habe ich verstanden. Wie konnte ich das denn übersehen? Ist das nicht lustig? Oh Mann. Ja, ist Fina selber schuld? Sie hat mit diesen Rumgescherze angefangen. Ja. Natürlich sehen wir aus wie ein Paar. Unsere Beziehung geht zurück zur Plünderei und Heirat in Neupan. Boah. Aber ich hab's ja jetzt gar nicht mehr drin. Jetzt versucht das Spiel gerade einem die Bürde aufzulegen, man ist alt. Es ist schon Monate her, dass das passiert ist. Was? Aber das war Schuld an der Heususe von Parkour.